Wer eine Wohnung sucht, der muss oft teuer zahlen, vor allem wenn Makler mit saftigen Provisionen im Spiel sind. Ja, welche Erfahrungen haben Sie da so schon mit Maklern bei Ihrer Wohnungssuche gemacht? Das haben wir in Mainz gefragt. Ich habe eigentlich gute Erfahrungen gemacht mit Immobilienmakler, kein Problem. Wenn Fragen sind, war immer jemand als Ansprechpartner da und kann ich nichts Negatives sagen. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe versprochen, eine insolvente Miete bekäme ich und das war überhaupt nicht der Fall. Also wenn ich Wohnungen suche, dann definitiv provisionsfrei. Also ich suche explizit auch nach Wohnungen, die ohne Makler einfach angeboten werden. Also die Immobilienmakler sind unnötig. Man kann auch die Wohnungen ohne Makler vermieten oder mieten. Wenn ich also meine Wohnung jetzt verkaufen würde, würde ich sagen, wenn ein Makler kommt, wenn Sie einen Kunde bringen und der Kauf kommt zustande, ist das in Ordnung. Aber ich selbst würde ihn also nicht beauftragen. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Drehscheibe. Sie haben nicht den allerbesten Ruf, die Makler. Die kassieren oft satte Provisionen, ohne viel zu leisten. Ja, so lautet zumindest das gängige Vorurteil. Vor allem fragen sich viele, warum zahlt fast immer der Wohnungssuchende und nicht der Vermieter, der ja eigentlich den Makler beauftragt hat. Künftig soll sich das ja ändern, doch schon bevor die neue gesetzliche Regelung im Sommer in Kraft tritt, greifen die ersten Makler bereits tief in die Trickkiste. Eine Wohnungsbesichtigung in einem Berliner Innenstadtbezirk. Wer die Wohnung bekommt, zahlt 2 Netto-Kaltmieten Provision an den Makler. Das soll künftig anders werden, wenn das Bestellerprinzip kommt. Doch die Interessenten sind skeptisch. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, von dem Gesetz. Also ich weiß nicht, inwiefern das wirklich die Lage verbessert oder eigentlich verschlimmert. Okay. Die werden auf jeden Fall wieder tricksen. Ja? Ja, die bestimmt. Wir zeigen, wie Makler tricksen könnten, damit alles beim Alten bleibt und doch die Mieter die Provision zahlen müssen. Der Trick mit der Abstandszahlung. Wir finden eine Anzeige, in der ein Nachmieter gesucht wird, dem Anschein nach provisionsfrei. Es ist lediglich von einer Abstandszahlung die Rede, genau in Höhe einer Kaltmiete. Zufall? Wir machen eine Wohnungsbesichtigung mit versteckter Kamera. Der Vormieter führt uns herum und erklärt, was es mit der Abstandszahlung für die Terrassentür auf sich hat. Ich sage Ihnen ganz offen, das Geld ist eigentlich für den Makler. Dem müssen Sie eine Kaltmieteprovision zahlen, wenn Sie diese Wohnung haben wollen. Der Vormieter sucht den Nachmieter und der Makler bekommt Provision. Wir fragen den Makler mal. Wir sind von ZDF und wollten mit Ihnen über Provisionen reden bei einer Nachmietersuche. Mhm. Ich aber nicht mit ihm reden möchte. Sie möchten nicht mit mir reden. Und ist das denn legal, wenn Sie Provisionen? Trick Nummer 2. Die Umkehrung des Bestellerprinzips. Im Netz werben einige Makler damit, eine Lösung für das Bestellerprinzip zu haben, damit ihre Kunden, die Vermieter, auch in Zukunft keine Provision zahlen müssen. Auf Nachfrage entfernt dieser Makler die Werbung. Man wolle die Mieter nun doch nicht belasten. Ein anderer beschreibt sein Geschäftsmodell so. Will der Interessent die Wohnung, die ich anbiete, lasse ich mich von ihm beauftragen. Wir wollen wissen, wie dieser Trick funktioniert und geben uns als Immobilienbesitzerin aus, die eine Wohnung vermieten, aber keine Provision zahlen möchte. Ich würde es am liebsten, ehrlich gesagt, irgendwie über den Mieter laufen lassen, ja. Na, da finden wir eine Lösung. Wir versuchen das Ganze so zu drehen, dass die Mieter uns quasi beauftragen. Wir gehen marketingtechnisch so an die Mieter ran, dass die uns beauftragen müssen. Besteller ist eigentlich der Vermieter, weil er den Makler beauftragt. Trotzdem soll der Mieter zahlen. Auf Nachfrage räumt der Makler ein, dass dieser Trick höchstwahrscheinlich nicht gesetzeskonform sei. Trick Nummer 3. Die Lockanzeige. Bei einer Wohnungsbesichtigung in Berlin treffen wir einen Makler, der weiß, wie man Mieter dazu bringen könnte, dass sie künftig doch die Provision zahlen. Mit einer Art Lockanzeige, ohne Adressangabe. Wenn Sie die Wohnung besichtigen und die Adresse haben wollen, müssen Sie beim Makler anfragen. Der schickt Ihnen dann ein Formular für einen Suchauftrag zu. Damit beauftragt der Mieter den Makler und muss auch Provision zahlen. Trick Nummer 4. Teilmöblierung. Bei dieser Wohnungsbesichtigung lernen wir noch eine Umgehungsmöglichkeit kennen. Wenn Mietwohnungen künftig als teilmöbliert deklariert werden, könne man damit das Bestellerprinzip umgehen, erklärt uns hier der Makler. Da hängt man einfach einen Spiegel ins Bad und es ist teilmöbliert. Bei teilmöblierten Wohnungen gilt eine Ausnahme.
Das steht zwar nicht im Gesetz, grundsätzlich ist das Mietrecht für möblierte Wohnungen aber weniger streng. Die Tricksereien seiner Kollegen hält Markus Grun vom Ring Deutscher Makler für unzulässig. Er hofft, dass das Bestellerprinzip zu einer Marktbereinigung führt, damit solche Makler dann nicht mehr in der Branche arbeiten, weil das ist unseriös, das schadet dem Berufsstand und auf diese Makler können und müssen wir bitte in Zukunft verzichten. Ob Mieter künftig vom Bestellerprinzip profitieren oder Makler sie austricksen, das wird sich noch zeigen.